Herzlich willkommen zum Mamas Comeback Podcast. Hier erfährst du, wie du deine Strahlkraft zurückgewinnst, wie du dich von allem, was dich schwächt, verabschiedest und alles, was dich stärkt, in dein Leben holst. Stell dir vor, dass du in einer auswegslosen Situation bist. Entweder hast du seit Jahren versucht, ein bestimmtes Thema zu lösen, oder es geht um ein gesundheitliches Problem oder um ein plötzliches finanzielles Problem. Und du hast schon alles probiert. Du hast dich schon beraten lassen, wenn es um Gesundheit geht. Warst du schon bei 3, 4, 10 Ärzten. Wenn es um das Thema Beziehung oder Finanzen geht, warst du vielleicht bei einem Finanzberater. Wenn es um das Thema Partnerschaft geht, warst du vielleicht bei einer Paarberatung oder hast schon eine Paartherapie gemacht. Wenn es um das Thema Depressionen geht, hast du vielleicht eine Therapie gemacht. Wenn es um das Thema Kinder geht, warst du vielleicht schon bei 3, 4, 5 Erziehungsberatungen, pädagogischen Beratungen. Und du hast das Gefühl, es wird vielleicht ein bisschen besser, aber zu einem Durchbruch kommt es nicht oder es bewegt sich gar nichts, du stagnierst. Und plötzlich kommt jemand und sagt, schau dir Joe Dispenza an. Du bist selbst schon mit diesem Thema, noch ein Buch zu lesen, noch eine Beratung zu buchen, schon längst durch. Denn letztendlich hast du innerlich aufgegeben. Du hast das Gefühl, für deine Situation gibt es einfach keine Lösung. Eher widerwillig, hoffnungslos schaust du dir dann doch ein paar Videos bei YouTube auf dem Kanal von Joe Dispenza. Und in dir beginnt sich etwas zu bewegen. Du siehst dort Menschen in absoluten Notlagen. Du siehst junge Menschen, aber auch sehr alte Menschen, die sich scheinbar von tödlichen Krankheiten geheilt haben, die plötzlich wie aus dem Nichts Geld bekommen haben. Menschen, die eine Liebesbeziehung bekommen haben, die sie sich immer gewünscht haben. Und je mehr du von diesen YouTube-Videos anschaust, desto neugieriger wirst du. Aber deine Zweifel sind natürlich sehr, sehr groß. Aber die Neugier ist größer als diese Zweifel. Denn was bleibt dir jetzt noch übrig? Zu warten, bis es sich von alleine bewegt? Das hältst du für relativ unwahrscheinlich. Noch eine Beratung zu buchen? Noch einen Arzt aufzusuchen? Sehr unwahrscheinlich, dass das noch hilft. Du hast dir doch schon alles angeschaut. Vielleicht einen Astrologen zu buchen, wer weiß. Vielleicht liegt das schlicht und ergreifend daran, zu welcher Uhrzeit du an welchem Ort geboren wurdest. Aber die Neugier ist doch sehr groß, denn es sind zu viele Berichte, zu viele begeisterte Menschen, die auf Bühnen stehen und über diese unglaublichen Dinge berichten. Ehe du dich versiehst, hast du dein erstes Buch von Joe Dispenza in der Hand. Bei mir war es das Buch Werde übernatürlich. Also wenn du dieses Buch in der Buchhandlung sehen würdest, würdest du wahrscheinlich an so einem Titel vorbeigehen. Werde übernatürlich, was soll das bedeuten? Aber du fängst an zu lesen. Und parallel schaust du dir weitere YouTube-Videos von Joe Dispenza an. Und plötzlich öffnet sich ein Universum. Es ist so viel, es sind so viele Details, die es zu lernen gibt. Du lernst etwas über Epigenetik. Du lernst etwas darüber, was biochemisch in deinem Körper passiert, wenn du einen Gedanken hast. Du beginnst plötzlich zu verstehen, warum du morgens mit einem ganz bestimmten Gefühl aufwachst. Du beginnst zu verstehen, wie Gedanken, Emotionen und dein Verhalten zusammenhängen. So hat mein Weg mit Joe Dispenza begonnen. Joe Dispenza ist natürlich erstmal ein Mensch mit einer Geschichte, mit einem unglaublichen Erfolg und einer unglaublichen Überzeugungskraft. Joe Dispenza holt besonders die Menschen ab, die sehr rational sind. Und ich bin Wissenschaftlerin, ich bin wissenschaftlich ausgebildet worden. Ich bin sehr, sehr rational. Auch mein Vater war Wissenschaftler. Und deshalb fühlte ich mich dort so gut abgeholt. Denn ich konnte alle seine Studien, auf die er sich bezieht, nachprüfen. Was ich erlebt habe, war, dass plötzlich ein Licht aufging,
in einem finsteren Wald, denn mein Leben sah überhaupt nicht rosig aus. Mit der Ausnahme der finanziellen Situation ist alles, was ich hatte, wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Auch mein gesundheitlicher Zustand hat sich schon seit Jahren nicht verbessert. Ich hatte eine hormonelle Migräne und habe viele Dinge ausprobiert, bis ich das Thema endlich lösen konnte. Und in diesem finsteren Wald öffnet sich also das Universum von Joe Dispenza und seiner riesigen Community. Ehe ich mich versah, habe ich den Kurs Formula gebucht und dort verspricht Joe Dispenza, dass du ganz einfach, mit ganz einfachen Schritten, mit eben einer Formel alles manifestieren kannst, alles lösen kannst, was du dir wünschst. Nachdem ich all die YouTube-Videos gesehen habe und nachdem ich all die Bücher von Joe Dispenza gelesen habe, war ich extrem motiviert, die Formula anzuwenden und habe ganz schnell die große deutschsprachige Community bei Telegram gefunden. Und ehe ich mich versah, war ich in einer kleinen Gruppe von Frauen, die gemeinsam die Formula machen. Es war eine kleine Austauschgruppe und es war nicht einfach. Wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, die in unterschiedlichen Lebenslagen stehen, eine Frau hatte ein gesundheitliches Problem und war schon älter, eine andere Frau hat schon selbst ein Buch über Joe Dispenza geschrieben und war in einer gewissen Radikalität, also es war nicht erlaubt, einen negativen Gedanken auszusprechen. Es war nicht erlaubt, in dieser Gruppe sich Sorgen zu machen, also in das alte Ich zu gehen, sondern ausschließlich nach vorne zu schauen, ausschließlich sich mit der Zukunft zu verbinden, die du gerne hättest. Die Gruppe hat sich sehr gewandelt und wir haben am Ende einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weg von Formula hin zum gemeinsamen Meditieren, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich jedoch in dieser Gruppe gefunden habe, war ein unglaublicher Rückhalt. Und dieser soziale Rückhalt in einer Zeit, in der es uns nicht gut geht, ist letztendlich für mich der wichtigste Schlüssel gewesen. Das heißt, Joe Dispenza war für mich eine Art Türöffner zu einer Community, in der Menschen nicht unbedingt immer gleich denken oder ähnlich denken, aber da ist etwas im Raum, was der Verstand erstmal von sich aus nicht begreifen kann. Denn es geht letztendlich darum, sich mit dem eigenen Verstand auseinanderzusetzen. Es geht darum, zu verstehen, wie der Verstand funktioniert. Es geht darum zu verstehen, wie Emotionen entstehen, wie der Verstand Emotionen erzeugt. Und es geht auch darum zu verstehen, wie kann ich mit dem, wo ich stehe, auch wenn es gerade überhaupt nicht rosig aussieht, es mir trotzdem erlauben, die schönste Zukunft auszumalen. Wenn du dich jetzt fragst, ob es hier um das Thema Affirmationen, Manifestieren geht, jein, es geht um viel mehr. Das Thema Affirmationen und Manifestation, das ist so ein großes Thema. Jeder hat dazu eine Meinung. Ich weiß nicht, ob das immer wirklich etwas ist, was Menschen erzählen, weil sie es von einem anderen gehört haben. Ich bin ein sehr konkreter Mensch. Ich mag es einfach und konkret. Und wenn es dann auch noch wissenschaftlich messbar ist, in welcher Form auch immer, dann bin ich glücklich. Also habe ich diesen Kurs gemacht, Formula. Ich habe jeden Tag diese Übungen gemacht. Joe Dispenza nennt es Meditationen. Die meisten nennen es auch Meditationen. Ich finde, der Begriff ist viel zu groß. Er ist viel zu unspezifisch. Ich spreche hier schlicht und ergreifend von Übungen. Und das Wichtigste ist, sich erstmal bewusst zu werden, dass wir die ganze Zeit unsere Zukunft bereits manifestieren. Von morgens
bis abends. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin morgens immer aufgewacht mit dem Gedanken, hoffentlich bekomme ich keine Kopfschmerzen. Das heißt, dass diese Migräne ein Teil meiner Identität war und das Erste, womit ich mich verbunden habe, war mit dem Schmerz. Und mit der Angst, dass mich dieser Schmerz lahmlegt und in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm sein wird und dass ich es ohne wieder 3 Espressos mit Zitrone zu trinken es schaffe, weil auch die haben mir wiederum den Schlaf geraubt. Denn die 3 Espressos haben zwar die Kopfschmerzen gemildert, aber sie haben mir den Schlaf geraubt. Alles hat immer 2 Seiten. Und das, was ich bei Joe Dispenza gelernt habe, war, wenn du morgens aufstehst, werde dir dessen bewusst, was du schon manifestierst. Entweder ist es die Angst, dass das Geld bis zum Ende des Monats wieder nicht ausreicht, oder das ist die Angst, dass es wieder zu einer Eskalation entweder mit deinem Partner kommt oder mit anderen Menschen, mit deinem Chef. Oder die Angst, dass dein Kind zum Beispiel nicht in den Kindergarten will oder nicht zur Schule will. Und diese bewusste Arbeit ist letztendlich das, was mich wahnsinnig nach vorne gebracht hat. Später habe ich die Change-Methode kennengelernt. Das bedeutet, dass wenn du dich dabei erwischst, tagsüber einen negativen Gedanken zu haben, einen sorgenvollen Gedanken, angstvollen Gedanken, aber auch verkleidet als Hoffnung. Hoffentlich ist mein Chef heute nicht da. Dann rufst du laut Change. Du rufst so laut du kannst Change. Auf Deutsch ist es so schwer zu rufen, Wechsel. Du kannst es natürlich auch auf Deutsch machen oder in einer ganz anderen Sprache. In dem Augenblick wechselst du zurück auf das Positive. Was willst du stattdessen denken? Wenn es um deinen Chef geht, könntest du zum Beispiel denken, ich bin ich, ich bleibe bei mir und ich lasse seine Emotionen, seine Wut, seinen Frust, seine Ansprüche gar nicht an mich heran. Ich stelle mir vor, dass um mich herum eine große, große Kugel ist und die beschützt mich vor seinen Ausbrüchen und vor seiner eigenen Geschichte, die er hier ausrollt. Oder am Beispiel der Migräne ganz laut Change rufen. Vorher, hoffentlich wird der Tag kopfschmerzfrei bleiben, zu dieser Tag wird so sein, wie er sein wird, schmerzfrei. Natürlich ist das Change nicht der heilige Gral, aber zumindest hat es mir geholfen, sich immer wieder der Negativität, diesen Drama-Gedanken bewusst zu werden und damit sehr, 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 sehr bewusst umzugehen. Mein Sohn ist schon älter, deshalb hatte ich auch Zeit, mir all diese negativen Gedanken, all die negativen Emotionen aufzuschreiben. Und als ich es einmal so richtig ausführlich aufgeschrieben habe, war ich schockiert, wie viele es sind. Alles Zukunftsängste, Traurigkeit über die Vergangenheit, Wut über falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe und so weiter. Dieser Schritt ist nicht einfach und der ist auch schmerzlich, aber er ist notwendig, um auf die nächste Bewusstseinsstufe zu kommen, damit man nicht wie so ein Fähnchen der eigenen Vergangenheit wird. Denn bei Joe Dispenza lernen wir immer wieder, geh ins Jetzt, suche den gegenwärtigen Moment und kreiere eine Zukunft und hole die Zukunft ins Jetzt. Fühle jetzt schon, was du fühlen möchtest. Beispiel, Kopfschmerzen. Stelle dir vor, wie es ist, morgens aufzuwachen mit einem klaren Kopf, mit einer Leichtigkeit im Kopf, mit einem Gefühl von Weite und übe das. Verbinde dich jeden Tag damit. Und hier beginnt für viele entweder eine Reise tatsächlich der Heilung, wie sie auch immer aussieht, oder eine Reise von Frust. Und das ist, worüber wenig gesprochen wird. Es werden immer Geschichten von Heilung gezeigt. Ist ja auch gut so.
Denn es geht darum, dass du wieder Licht am Ende des Tunnels siehst. Und es geht darum, dass du anfängst, dich mit deiner Situation zutiefst auseinanderzusetzen, auf der biochemischen Ebene, auf der epigenetischen Ebene und so weiter. Aber was in der Öffentlichkeit wenig zu sehen ist, ist der Frust. Einige Menschen, die über ihre Erfolge berichten, berichten zwar auch über ihre Misserfolge, beziehungsweise dass es nicht immer so einfach war und trotzdem haben sie sich überwunden und haben sich jeden Tag hingesetzt und sie nennen das Meditieren, deshalb nehme ich jetzt den Begriff und sie haben jeden Tag meditiert, manche zweimal, dreimal, viermal am Tag und dann geschahen diese Wunder. Okay, aber worüber nicht berichtet wird, sind Menschen, die 2, 3, 4 Jahre lang diese Meditationen machen und letztendlich doch einen anderen Weg von Heilung finden. Wenn ich den Begriff Heilung verwende, dann meine ich nicht einfach nur, dass bestimmte körperliche Symptome verschwinden, sondern ich spreche einfach von einem Wandel, egal ob es um Finanzen, Beziehungen oder Schmerzen geht, von einem Wandel vom Negativen ins Positive. Ich bitte also darum, den Begriff Heilung hier nicht einfach nur als ein Heilversprechen zu verwenden, weil das gibt es sowieso nicht. Es gibt nur Wege und ich spreche hier lediglich darüber, welchen Weg ich gegangen bin. Was übrigens meine Kopfschmerzen angeht, kam es letztendlich zu einem Durchbruch bei einem Arzt am Bodensee. Also ich habe mich nicht mit Meditationen von diesen Kopfschmerzen selbst geheilt. Ich denke, dass es möglich ist, aber es war nicht mein Weg. Also, was ist letztendlich passiert? Ich war also in diesem dunklen Wald und was bestimmte Themen angeht, habe ich kein Licht mehr gesehen. Ich war verzweifelt, ich war ganz unten und letztendlich habe ich gedacht, okay, es bleibt hier nichts anderes übrig, als lernen, damit zu leben, dass es so ist. Ich kann es nicht mehr ändern, dass es einfach so ist und, Achtung, gefährlicher Gedanke, dass es so bleibt. Dann kam Joe Dispenza mit seiner Community, einer großen, starken Community von wirklich wundervollen Menschen und plötzlich flackerte das Licht auf. Und dann begann die Studienphase. Das heißt, sobald du diese Tür öffnest und durch diese Tür zum Dispenza-Universum gehst, dann hast du jetzt wirklich zu tun. Denn es gibt viele Bücher, es gibt viele Kurse, es gibt viele YouTube-Videos, viele Blogartikel. Es ist uferlos. Und am Ende beginnst du jeden Tag ein Stück von irgendetwas davon zu hören, damit das wirklich, wirklich durchsickert, weil es so anders ist als das, was hier in unserer Kultur gelebt wird, vorgelebt wird. Das Heilsame an dem Dispenza-Universum ist, dass du nicht nur Hoffnung hast, reale Hoffnung, sondern dass du jetzt zu tun hast. Du hast wenig Zeit, um zu leiden, denn du bist erstmal damit beschäftigt, dieses Universum kennenzulernen. Das ist, als ob du mit dem, was du bist, was du hast, wie es dir gerade geht, auf einem fremden Planeten landest. Da musst du auch erstmal zusehen, wie funktioniert das hier mit der Schwerkraft und wie atmet man hier, wie bewegt man sich, um Essen zu bekommen, um sich zu pflegen. Und da bist du ganz gut abgelenkt und das ist wundervoll. Zum anderen kommst du in eine Community von Menschen, die entweder genau wie du sich mit ähnlichen Gedanken auseinanderzusetzen, sehr ähnliche Fragen haben. Das heißt, das schafft Verbindung. Ich habe gehört, dass es inzwischen in allen Großstädten Dispenser-Communities gibt, die sich entweder immer wieder live treffen oder sogar gemeinsam die Walking Meditation machen. Denn das ist bei Dispenser die letzte Stufe. Das, was du im Sitzen geübt hast, kannst du irgendwann im Gehen draußen machen. Doch eine Sache hat mich immer irritiert. In den Übungen
schickt uns Joe Dispenza in die sogenannte Schwärze. Das heißt, man stellt sich vor, dass man in einem leeren Raum ist. In diesem Raum gibt es nichts. Und das Betreten dieses unendlichen Raums, das einfach nur schwarz ist, ist für die meisten eine ganz große Herausforderung. Nicht nur, weil sie mit ihren Gedanken abdriften oder plötzlich Emotionen hochkommen oder der Körper anfängt, Bedürfnisse zu haben, auf die Toilette, etwas juckt und so weiter. Auch das erklärt Dispenza ausführlich, was dort alles passiert und warum es passiert, wie der Körper sich richtig wehrt, in diesen schwarzen Raum und damit in die neue Zukunft zu gehen. Und mich hat es aber doch mehr oder weniger gestört und es gibt dazu viel, viel Austausch in den Dispenza-Gruppen, dass Schwärze nicht immer was Negatives ist. Es gibt auch eine liebevolle Schwärze und doch habe ich später angefangen, meine eigenen Meditationen aufzunehmen und ich habe mir vorgestellt, dass ich in einem Raum voller Licht bin. So etwas kannst du mal ausprobieren, wenn du dich zum Beispiel am späten Nachmittag oder Abend hinsetzt und die Sonne scheint noch, aber du kannst keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Du schließt die Augen und du siehst trotzdem durch die Augen einfach nur Licht, diesen unendlichen Raum. Es gibt auch Hinweise, dass Menschen Tischtennisbälle durchgeschnitten haben, sie auf die Augen geklebt haben und scheinbar gab es dazu Messungen, dass im Gehirn dieselben Dinge passieren wie bei Mönchen, die jahrzehntelang meditieren. Ich bin immer noch dabei, danach zu recherchieren. Ich habe zwar hier schon Tischtennisbälle aufgeklebt und es ausprobiert, aber ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen. Also wenn jemand von euch davon gehört hat und einen Hinweis dazu hat, dann gerne. Zurück zu meinem Weg mit Joe Dispenza. Also zum einen hat mich die Schwärze sehr, sehr gestört und ich habe gemerkt, dass ich diesen inneren Widerstand nicht auflösen konnte. Zum anderen wurde mir immer mehr und immer mehr bewusster, dass die Übungen deshalb so schwer sind, weil die Stufen vorher fehlen. Das muss nicht für jeden zutreffen. Ich spreche hier lediglich über meine Erfahrung. Und zwar geht es um das Fühlen dessen, was einfach ist. Das heißt, wenn jemand in einer finanziellen Notlage ist, und diese Sorgen hat und Ängste und die wurden noch nie richtig gefühlt, dann ist es zuerst wichtig, sie zu fühlen, ihnen Raum zu geben. Und da kam ich in die Phase, wo ich mich stark mit Christian Meyer auseinandergesetzt habe. Auch hier habe ich festgestellt, Vorsicht, denn Christian Meyer sagt immer wieder, spüre nicht die Körperempfindungen, also Schmerz, Druck, Ziehen und so weiter, sondern gehe über diese Körperempfindung hinaus und versinke dich in diesem Fühlen dessen, was da ist. Und auch das kann schnell zu einer Überforderung führen, weil auch hier soll ich mich von meinen Körperempfindungen trennen. Es kann doch aber sein, dass genau diese Körperempfindungen selbst erstmal Raum brauchen. Das heißt, die Leiter ist, Joe Dispenza und auch andere, ich sag jetzt mal Gurus, die auf einer ähnlichen Ebene arbeiten, auf der Ebene der Gehirnwellen und der Herzkohärenz, runter zu Menschen wie Christian Meyer, die sagen, gib Raum für das, was du fühlst, noch eine Ebene tiefer, noch einen Schritt zuvor, verbinde dich einfach mit deinem Körper. Und wenn da ein Druck ist und wenn da ein Schmerz ist, dann erlaube es dir, diesen Schmerz, diesem Druck einfach Raum zu geben. Und vielleicht fällt dir gerade was auf. Joe Dispenza, Christian Meyer und viele, viele andere. Alles Männer. Und eines Tages, und das ist übrigens nicht lange her, habe ich festgestellt, das ist ganz schön, diese männliche Energie. Ich habe ein Ziel und das sind jetzt die Schritte dahin und ich werde dieses Ziel erreichen. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, das erzeugt in mir eine
gewisse Härte. Es spricht zwar in mir einen Anteil, der da ist. Als Frauen haben wir auch diese männliche Energie in uns. Und ich hatte sie ganz besonders, weil ich einfach gelernt habe in meiner wissenschaftlichen Ausbildung, das Weibliche, das Intuitive, das Sanfte eben auszublenden. Das hat in der Wissenschaft keinen Platz. Es geht nur um Fakten, um Methoden. Kannst du es nachprüfen, kannst du es beweisen, dann existiert es. Ansonsten ist es lediglich eine Forschungsfrage. Und an dem Tag, an dem ich das ganz, ganz deutlich gespürt habe, dass das Weibliche in mir, das Sanfte, das Liebevolle, das Intuitive, das im gewissen Sinne Planlose, also völlig offen, dass das wiederum durch solche Methoden, durch solche Wege wie von Dispenza oder Christian Meyer und wie gesagt viele, viele andere schon wieder unterdrückt wurde. Wie kann ich also zu dem kommen, was mein wahres Selbst ist, wenn da schon wieder Männer sind, die mir sagen, was ich zu tun habe und was ich definitiv unterlassen soll? Das heißt, irgendwo hat sich dieser Weg selbst sabotiert. Dieser Weg soll mich also zur Heilung führen, zur Selbstliebe und zu wundervollen sozialen Beziehungen, finanzieller Fülle und so weiter. Und gleichzeitig hat mich dieser Weg abgeschnitten, genau von diesen Zielen. Denn diese andere Seite, eine ganz andere Art, mit Dingen umzugehen, abgeschnitten wurde, unterdrückt wurde. Um das hier nochmal zu betonen, ich spreche hier nur über meinen eigenen Weg. In der Community von Joe Dispenza gibt es wahnsinnig viele Frauen und die sind scheinbar mit diesem Weg sehr, sehr erfolgreich. In dieser Folge war es mir wichtig, darzustellen, dass jede Lehre, wo es einen Guru gibt, es ist egal, ob es um Pädagogik geht, Psychologie, Soziologie, egal, dass jede Lehre mit einem Guru einen Ausschnitt von etwas abbildet. Auch wenn man das Gefühl hat, bei Joe Dispenza, dass da ein Universum aufgeht, wo alles abgedeckt wird. Alle menschlichen Herausforderungen lassen sich mit diesen Methoden lösen. Es ist trotzdem so, dass es da immer bei jedem einen blinden Fleck gibt. Und deshalb gibt es immer diese Gefahr, dass wenn wir uns an so einen Guru ranhalten, dass wir glauben, dass das unser heiliger Gral ist. Dort ist genau dort und nur auf diese Art und Weise geschieht Heilung. Es ist übrigens so ähnlich wie mit dem Verliebtsein in eine Pädagogik. Ich kann mich erinnern, während meiner Grundausbildung in Berlin zur Picklerpädagogin hatte die Ausbilderin gesagt, ich bin Picklerin. Ein Bekannter von mir ist Byron Katie Coach und er hat auch gesagt, dass die Auszubildenden, aber scheinbar auch die Coaches, die wiederum neue Coaches ausbilden, auch sie glauben, dass Byron Katie mit den vier Fragen, dass das der heilige Gral ist. Sie identifizieren sich alle mit diesem einen Weg und stülpen diesen Weg auf jeden Menschen, weil sie zutiefst überzeugt sind, dass das allein der richtige Weg ist. Würde ich dir als Mutter Joe Dispenza empfehlen? Jein. Es hängt davon ab, was für ein Typ du bist. Wenn du ein sehr, sehr rationaler Mensch bist, dann kann es sein, dass du mit dem Studium, weil es ist erstmal wirklich wie ein bis zweijähriges Studium, erstmal ganz gut abgelenkt bist und beginnst zu verstehen, was nicht nur in dir vorgeht, sondern was bereits besonders in den ersten 6 Lebensjahren in deinem Kind vorgeht. Also das wichtigste Stichwort sind diese langsamen Gehirnwellen von Kindern im Alter zwischen 0 bis 6 Jahren. Das heißt, sie sind in einem hypnotischen Zustand. Das sind genau die Wellen, die wir kurz vor dem Einschlafen haben. Und das sind die Gehirnwellen, die Menschen haben, wenn sie hypnotisiert wurden. Und deshalb saugen sie alles wie ein Schwamm auf. Das heißt, in den ersten 6 Lebensjahren werden alle Programme installiert. Die Kinder beobachten, sie hören, sie erleben etwas und dann wird das Betriebssystem gesetzt. Das heißt, es hilft dir auch
zu verstehen, was in deinem Kind vorgeht. Es hilft dir auch zu verstehen, was bei deinem Partner los ist. Und es kann durchaus sein, dass du die Zeit findest zu meditieren. Ganz ehrlich, die Erfahrung mit den Müttern, die bei mir in Intentionsgruppen sind oder meine Soul Sister Gruppe oder mit den Müttern, die ich coache, ist, sie haben kaum Zeit. Denn diese Meditationen sollte man wirklich jeden Tag machen. Auf jeden Fall mindestens entweder morgens oder abends, je nachdem, was für ein Typ du bist. Und die meisten Mütter sind froh, wenn sie überhaupt mal Zeit für sich alleine haben, um einfach nur die weiße Wand anzustarren. Entwickelt. Deshalb habe ich die Intentionsarbeit ins Leben gerufen für euch Mütter. Denn wir machen letztendlich das, was du mit den Übungen von Joe Dispenza alleine machen sollst, machen wir das in der Gruppe. Wir erledigen das sozusagen für dich. Ja, denn bei Joe Dispenza trägst du dich alleine aus deiner eigenen Kraft heraus durch viel, viel Übung zu der Zukunft, die du dir wünschst. Also wenn du dir zum Beispiel finanzielle Fülle wünschst, dann fühlst du jetzt schon, wie es ist, mehr Geld zu haben, als du brauchst. Und das ist letztendlich der Weg. Du musst lernen, dein Gehirn zu kontrollieren, deine Gehirnströme zu kontrollieren. Du musst lernen, ins Herz zu gehen, die Herzkohärenz herzustellen. Das ist noch der leichteste Part. Und der letzte Schritt ist jetzt, in diesem Zustand von Herz- und Gehirnkohärenz, das zu fühlen, was du fühlen möchtest. Also letztendlich ist es Selbsthypnose. Und das braucht Zeit, das braucht Übung. In den Intentionsgruppen erledigen wir das für dich. Du musst nichts machen, du legst dich hin, du sagst lediglich, worum es geht, was du gerne fühlen möchtest, was du gerne sehen möchtest, was auch immer. Und die Gruppe trägt dich dorthin. Und die Erfolge sprechen für sich. Deshalb kann ich Joe Dispenza empfehlen, für dich als Mutter, deshalb ein Jein. Es ist ein wundervoller Weg, besonders weil du dich mit so, so tollen Menschen verbindest. Du kannst dich plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise mit anderen austauschen. Aber es braucht Zeit und Geduld. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, deine Ivy.